Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir schauen uns heute eine echt tolle Rarität an, denn dieses Board gibt es nach wie vor neu auf dem Markt zu kaufen für ungefähr so um die 80 bis 90 Euro. Ich hatte einen echt guten Zeitpunkt erwischt, denn ich wollte eigentlich ein gebrauchtes Mainboard kaufen, bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel, hatte mich dann aber wieder über die Gebrauchtwarenpreise übelst geärgert und habe dann nochmal einfach geschaut, ob es denn so eine X370 Platine wie dieses ASRock X370 Pro 4 auch noch neu zu kaufen gibt. Und zu meiner Verwunderung, obwohl Verwunderung eher wegen dem Preis, gab es dieses Board noch neu und auch aktuell immer noch zu kaufen für zu meinem Zeitpunkt 71 Euro. Das war wirklich ein tolles Schnäppchen, habe ich bei CSV gekauft. Ihr müsst einfach mal schauen, wenn ihr auf der Suche nach so einem Mainboard seid, dass ihr bei Abverkaufsangeboten zuschlagt. Das kann sich wirklich durchaus lohnen. Momentan gibt es leider diese 71 Euro nicht mehr. Aber aktuell hatte ich geschaut, so 85 Euro gibt es dieses Mainboard noch. Es ist natürlich nur eine X370 Platine, also von AMDs erster Ryzen Generation, den 1800X als Top-CPU zum Beispiel. Ganz klar, das Mainboard ist schon etwas älter und heute wollen wir im Video der Frage nachgehen, ob es denn überhaupt noch sinnvoll ist, Geld für so eine Platine auszugeben, wenn man sich einen Gaming-PC zusammenstellen will, vor allem auch mit dem Hintergrund, eben keinen 1800X oder 1700X auf dieses Mainboard zu stecken, sondern sich einen aktuellen Ryzen 5800X zum Beispiel drauf zu zimmern, ja, und dann eben auch ein richtig geiles Gaming-Monster zu haben. Und genau das ist eigentlich meiner Meinung nach der Grund, sich für so eine Platine zu entscheiden, wenig Geld auszugeben. X300 Chipsätze sind deutlich besser ausgestattet, das wäre dann wieder ein Punkt. Und natürlich auch die Unterstützung für die top aktuellen, immer noch sauschnellen Ryzen 5000 Prozessoren. Allen voran der gerade schon erwähnte Ryzen 7 5800X 3D. Auf der Box steht zwar hier oben drauf, es gibt auch noch Ryzen 2000 Unterstützung und Ryzen 3000. Aber seien wir doch mal ehrlich, wenn wir uns im Jahr 2024 für einen neuen Gaming-PC entscheiden und trotzdem noch Sockel ARM4 kaufen möchten, aus welchen Gründen auch immer, dann möchten wir doch keine alte CPU draufbauen, sondern eben immer noch alles, was auf Ryzen 5000 hört. Zum Beispiel wäre hier auch eine Ryzen 7 5700X eine richtig geile Entscheidung. Die CPU kostet um die 170 Euro, das ist ein echt krasser Preis für einen wirklich guten 8-Kerner. Ja, und der passt eigentlich auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis ganz gut zu dem Mainboard. Das geht auf jeden Fall, schauen wir uns aber auch gleich an. Wir gucken jetzt erstmal in die Box rein, schauen, was uns ASRock Schönes alles reingelegt hat. Und dann reden wir natürlich auch nochmal über den Inhalt. Na, das ist doch ein richtig guter Lieferumfang und ich kann es nur immer wieder sagen, das hatte ich euch auch schon bei anderen Mainboards in letzter Zeit immer wieder mit erwähnt. Umso länger die Platinen schon auf dem Markt sind, habt ihr auch eine richtig gute Ausstattung für das Geld. Für 71 Euro bekommt ihr doch einen recht ordentlichen Umfang. Und da fangen wir gleich direkt mal an. Ja, okay, das Mainboard ist logischerweise mit dabei, sollte schon drin sein in eurem Karton. Dann habt ihr hier drüben zweimal SATA-Laufwerkskabel, auch das ist nicht mehr selbstverständlich bei aktuellen Platinen. Weder Intel noch AMD bieten euch in dem Einsteigerbereich zwei SATA-Kabel. Mittlerweile bekommt ihr nur noch eins. Hier sind, standardmäßig war das eigentlich immer die letzten Jahre, zwei SATA-Kabel mit dazu. Preislich vergleichbare Platinen um die 70 bis 90 Euro bei Sockel ARM 5 zum Beispiel. Da bekommt ihr nur Micro ATX Mainboards im Einsteigerbereich mit wesentlich weniger Anschlussmöglichkeiten. Es gibt zwar auch die ein oder andere Schnittstelle, die top aktuell auf den Boards verbaut ist, die ihr jetzt hier leider nicht habt. Dazu dann aber gleich später noch im Guide mehr. Es gibt natürlich auch die ein oder andere Einschränkung mit X370. Aber ich sag's euch, wie es ist. Es ist wirklich
eine echte Überlegung wert, wenn man sich einen günstigen Gaming-PC kaufen will. Ich will auch nicht zu weit vorgreifen. Für den einen oder anderen kann das durchaus eine lohnende Investition sein. Machen wir weiter mit dem Lieferumfang. Ihr seht hier drüben mal die I/O-Blende. Die gibt es in einem extra Plastiktütchen mit dazu. Höherpreisigere Produkte von X370 und auch von aktuellen Platinen, egal ob Socket ARM 4 oder Socket ARM 5 ist, gibt es dann meistens die I/O-Blende schon direkt hier. Der Kameraausschnitt reicht nicht ganz, aber ja. Die I/O-Blende ist eigentlich schon am Mainboard direkt mit installiert. Wenn ihr so günstigere Mainboards nutzt, bei Socket ARM 5 und auch bei Socket ARM 4, die aktuellen B550 oder A520 Platinen, auch hier gibt es dann noch die I/O-Blende in einem extra Tütchen. Da müsst ihr dann beim Einbauen ins Gehäuse unbedingt darauf achten, die vorher noch mit einzuklemmen. Dann haben wir zweimal NVMe-Schräubchen, um eure NVMe-SSD auf dem Mainboard zu verschrauben. Auch dazu wird es dann gleich im Guide noch mehr Infos geben. Und jetzt kommen wir zu einem echt wichtigen Punkt, den ich auch wirklich immer wieder mit hervorheben möchte. Bei solchen Platinen aus diesen Jahren und natürlich auch bei X470er Platinen und allgemein bei den 400er Chipsätzen, genauso auch bei vergleichbaren Intel Pendants, gibt's hier oben, der Kameraausschnitt reicht leider nicht bis ganz hoch zum zeigen, ja, die CD hier zum Beispiel, ja, die gibt's auch noch mit dazu. Falls ihr keine Lust habt, euer Mainboard am Anfang schon mit dem Internet zu verbinden, dann müsst ihr die Treiber von der CD euch holen, müsstet dann später nochmal, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die aktuellen Treiberversionen von der Website downloaden. Aber so erstmal vorab könntet ihr dann theoretisch, wenn ihr ein DVD- oder Blu-ray-Laufwerk habt, auch die Treiber von der CD noch installieren. Das wollte ich euch aber eigentlich nicht zeigen, denn es geht eigentlich hier oben um diese Beschreibung. Es gibt noch ein richtig schönes Handbuch mit zum Mainboard dazu und auch das ist leider bei aktuellen Platinen nicht mehr der Fall, obwohl die so viel teurer sind. Vergleichbare Platinen 70 bis 90 Euro, da kriegt ihr wirklich fast nichts mehr dazu. Da habe ich auch schon einiges mittlerweile auf meinen Kanal hochgeladen von dem MSI A620 Pro. Das verlinke ich euch jetzt mal oben in der Infobox. Socket ARM 5, aktuelle Platine. Da könnt ihr dann mal ganz gerne diesen Lieferumfang mit der Platine hier vergleichen. Zusätzlich habe ich auch noch eine Platine von ASRock mit einem B550 Chipsatz. War preislich ähnlich angesiedelt wie jetzt hier diese X370 Platine. Auch das Video kommt jetzt gleich nochmal mit oben in der Infobox. Und nun nochmal zurück zum Handbuch. Also das ist wirklich eine echt tolle Sache. Ich feiere sowas wirklich. Das ist meiner Meinung nach eigentlich ein No-Go bei den aktuellen Preisen, was so B650 Platinen zum Beispiel kosten und ihr kriegt nicht mal mehr ein Handbuch mit dazu. Das sollte wirklich keine Schule machen und die Hersteller sollten sich wieder eines Besseren belehren, meiner Meinung nach, und die Investitionen für so ein Handbuch echt noch mit in den Karton legen, vor allem, wenn man sich die Preise der aktuellen Platinen so anschaut. Zwei Zettel fehlen noch und die sind durchaus auch sehr wichtig, vor allem wenn ihr diese Platine mit einer älteren Athlon 200G CPU oder 3000G CPU nutzen möchtet. Das wäre nämlich dann zum Beispiel dieser Zettel hier. Hier steht drauf, wenn ihr zum Beispiel eine Ryzen APU nutzen möchtet, wie ihr euren RAM mit der Platine nutzen könnt. Hier ist leider die Einschränkung schon recht groß, einfach weil die APUs nicht so viel Unterstützung für aktuellen DDR4 RAM bringen. Dazu dann später gleich noch im Guide mehr. Aber der Grundtenor für alle Ryzen Prozessoren der 1000 bis 5000er Generation ohne integrierte Grafikeinheit, das ist wirklich ganz wichtig, habt ihr die volle Unterstützung von 4 Modulen DDR4 3200 MHz. Und der andere Zettel, auch der ist recht interessant. Hier stehen nochmal alle Prozessoren drauf, die mit dieser Platine unterstützt werden. Und das sind wirklich eine ganze Menge bis hoch zum Ryzen 5000. Steht alles hier auf dem Zettel drauf, je nachdem welchen Prozessor ihr habt. Lobenswert ist wirklich an dieser Stelle zu erwähnen, ich habe diese Platine gekauft, out of the box könnt ihr alle aktuellen Ryzen Socket ARM 4 Prozessoren nutzen, einfach weil die Version schon richtig neu ist, die ist vom letzten Jahr. Es gibt noch zwei weitere Versionen, die ihr obendrein nochmal flashen könnt. Habt ihr da aber noch ein bisschen Bedenken und sowas auch noch nie gemacht, dann wäre es kein Problem, out of the box lassen sich, laut diesem Zettel zumindest, ich kann natürlich nicht alle testen, ganz klar, so viel habe ich auch nicht da, aber alle Socket ARM 4 Prozessoren.
Bevor wir jetzt mit dem Guide loslegen, noch ein ganz kurzer Hinweis, das habe ich bisher noch gar nicht erwähnt. Auch diese Platine bietet euch out of the box die volle Unterstützung von Windows 11. Auch das finde ich wirklich eine richtig nice Sache. Auch das liegt wieder an der aktuellen BIOS-Version, die auf dem Mainboard geflasht ist. Ihr habt TPM 2.0 Unterstützung, Secure Boot, also alles was ihr braucht, um Windows 11 einmal frei nutzen zu können. Jetzt legen wir los mit dem Guide und ganz am Schluss sehen wir uns im Fazit nochmal kurz wieder. ASRock bietet mit seiner X370 Pro 4 Platine immer noch sehr gute Hardware für den günstigen Gaming-PC, wenn es denn ein Sockel ARM 4 System sein soll. Mainboards mit dem Sockel B550 oder X570 kosten wesentlich mehr, bieten zwar auch die ein oder andere bessere Ausstattung, aber trotzdem für so einen günstigen Preis kann man sich eigentlich nicht beschweren. Preislich vergleichbare Platinen sind wesentlich schlechter ausgestattet und in dieser Preisregion gibt es dann meistens auch nur noch Micro-ATX Mainboards. Für die Stromversorgung eures Prozessors kommt der 8-polige EPS-Anschluss links oben in der Ecke der Platine und der standardisierte 24-polige ATX-Stecker für den Hauptstrom eures Systems. Die Spannungswandlerkühler sind im Vergleich zu aktuellen Mainboards natürlich ein bisschen kleiner, trotzdem braucht ihr keine Angst haben, wenn ihr große aktuelle Prozessoren auf diesem Sockel setzen wollt. Dazu bekommt ihr, wie es sich für eine X-Platine gehört, 4 DDR4 RAM-Bänke. Schaut man auf die ASRock Homepage, dann finden wir eine maximale Unterstützung von DDR4 Modulen mit bis zu 3200 MHz. Viele werden es wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, aber die DDR4-Unterstützung der 300er Chipsätze war zu Beginn nicht ganz optimal. 3200 MHz wurde erst später mit weiteren BIOS-Versionen angehoben. Die 3200 MHz sind jetzt aktuell kein Problem mehr, wenn ihr zum Beispiel einen kleinen Ryzen 1700X oder 1800X auf dieses Mainboard schnallen wollt. Da wird es dann demnächst auch nochmal ein Benchmark-Video zu einem Ryzen 7 1800X geben. Das könnte auf jeden Fall spannend werden. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann müsst ihr unbedingt mal hier rechts in der Ecke den Abo-Button drücken und die Glocke aktivieren. Wollt ihr zwei Module mit dem bekanntermaßen schnellen Dual-Channel nutzen, dann müsst ihr die RAM-Bänke A2 und B2 nutzen. Das ist jetzt bei dieser Platine leider nicht mit aufgedruckt. Bei aktuelleren Mainboards gibt es das mittlerweile schon auf der Platine zu sehen. Beim ASRock X370 Pro 4 müsst ihr dann nochmal einen kleinen Blick ins Handbuch werfen, um auf Nummer sicher zu gehen. Weiter geht's mit den PCI Express Schnittstellen und dank dem ATX Format haben wir auch einiges an Anschlussmöglichkeiten für Erweiterungskarten. Die beiden X16 Slots fallen natürlich sehr deutlich ins Auge. Diese sind, und da kommen wir schon zu einem kleinen Wermutstropfen bei der X370 Plattform, nur mit PCI Express 3.0 Geschwindigkeit angebunden. Und jetzt kommt noch der große Hit. Damals mit X370 hattet ihr auch noch eine Crossfire-Unterstützung. Dieses Board bietet euch auch noch tatsächlich die Möglichkeit, zwei Grafikkarten im Verbund im Crossfire zu nutzen. Und ja, manche Spiele können durchaus auch noch mit Crossfire umgehen. Da hatte ich letztens erstmal ein Video mit zwei Radeon RX 580er Grafikkarten auf meinen Kanal hochgeladen. Wenn ihr das gerne mal sehen wollt, wie gut Crossfire noch funktioniert, dann klickt gern jetzt mal oben in die Infobox. Kleiner Haken ist bei dieser Crossfire-Unterstützung leider auch noch, wenn ihr zwei Grafikkarten nutzt, dann funktioniert der erste nach wie vor mit X16 PCI Express 3.0 Geschwindigkeit, aber der zweite, obwohl er ein langer Slot ist, läuft dann nur noch mit X4 Geschwindigkeit. Das solltet ihr noch mit im Hinterkopf behalten, grundsätzlich funktioniert aber Crossfire mit diesem Board. Und damit noch eine kleine Information am Rande, falls ihr eine Athlon CPU nutzt, also zum Beispiel einen Athlon 3000G, der hat nur zwei Kerne und kann auch nicht so viel Lanes zur Verfügung stellen, damit beide X16 Slots mit der vorgeschriebenen Performance laufen können. Nutzt ihr so einen Prozessor, dann würde der zweite Slot nur noch mit X2 Geschwindigkeit angebunden sein. Alle anderen Ryzen Prozessoren ohne integrierte Grafikeinheit funktionieren mit der vorgeschriebenen Performance. Leider sind dann auch die Ryzen Prozessoren mit einer integrierten Grafikeinheit wie ein
3200G oder 3400G oder auch ein bisschen älter ein 2200 oder 2400G von der beschnittenen Lanes-Anzahl betroffen. Zusätzlich zu den beiden Crossfire PC Express X16 Slots haben wir auch noch 4 weitere X1 Slots für Erweiterungskarten wie eine Soundkarte zum Beispiel. Die funktionieren dann alle mit PC Express 2.0 X1 Geschwindigkeit. Weiter geht's mit den beiden NVMe-Steckplätzen. Hier habt ihr ebenfalls eine PC Express 3.0 X4 Anbindung, also die maximale Performance, die ihr mit dieser Platine erreichen könnt. Der erste Slot befindet sich direkt oberhalb des ersten PC Express X16 Slots für die Grafikkarte und den solltet ihr auch zuerst bedienen, denn dieser Port ist direkt mit den Lanes der CPU verbunden. Und der zweite befindet sich unterhalb des zweiten Grafikkartenslots und auch diesen könnt ihr, wie gerade schon gesagt, mit der vollen Geschwindigkeit betreiben. Hier gibt es allerdings einen kleinen Wermutstropfen, denn dieser Port teilt sich die Leiterbahnen des Chipsatzes mit einem der SATA-Anschlüsse, die wir hier ganz außen sehen. Dazu aber gleich noch im Video mehr. Was auch hier wieder sehr schön ist, wir haben jede Menge eingelassene Bohrungen für unseren Abstandshalter. Je nachdem, welche SSD ihr euch gekauft habt, könnt ihr in der Länge mit dem Abstandshalter variieren. Standardmäßig ist dieser auch schon richtig vormontiert für 95% aller NVMe SSDs. Und der obere Hauptslot, lustigerweise, bietet euch nur diese 3 Abstandshalter, haben wir gerade eben schon anders gesehen. Der untere bietet wesentlich mehr Möglichkeiten für längere NVMEs zum Beispiel. Aber das wäre jetzt hier bei diesem Hauptslot eigentlich nicht das Problem, denn die gängigen Größen seht ihr hier und der Abstandsbolzen ist auch gleich in der richtigen Position eingeschraubt. Denn wie eben schon gesagt, die meisten SSDs haben genau diese Länge. Weiter geht's mit den internen USB-Anschlussmöglichkeiten und hier bietet euch ASRock einen USB 3.1 Gen 1 Port und 2 der guten alten USB 2.0 Ports. Diese Anschlüsse nutzen zum Beispiel RGB-Controller, um RGB-Komponenten im System steuern zu können, wenn ihr nicht die entsprechenden Ports zur Verfügung habt, dazu dann aber gleich noch später im Guide mehr. Und wie ihr es vorhin sicherlich auch schon bemerkt habt, dieses Board bietet euch eine ordentliche Anzahl an SATA-Schnittstellen für entsprechende Laufwerke, eine SATA-SSD, eine HDD, ein Blu-ray-Laufwerk. Solche Geräte kommen hier an diese SATA-Ports. 2 befinden sich direkt neben dem USB 3.1 Gen 1 Anschluss und 4 weitere Anschlüsse befinden sich rechts unten in der Ecke des Mainboards. Und dann kommen wir jetzt auch nochmal zu der kleinen Einschränkung, was ich vorhin mal ganz kurz angerissen habe. Wollt ihr beide NVMe-Ports für SSDs nutzen, dann müsst ihr euch gut überlegen, wie viel SATA-Laufwerke ihr nutzen möchtet. Denn leider wird dann dieser SATA-Anschluss deaktiviert, sobald ihr eine NVMe-SSD in dem M2-Steckplatz verbaut habt. Der NVMe-Steckplatz und der SATA-Port nutzen die Lanes des Chipsatzes. Leider kann dieser nicht alle Ports auf der Platine mit Leiterbahnen verbinden, sodass eben einzelne Anschlüsse mit denselben Lanes verbunden sind. Das ist auch farblich hier markiert. Man könnte glauben, das ist eine Designentscheidung für die Farbgebung des Mainboards, aber nee, soweit ist es nicht. So wie ihr es jetzt hier markiert seht, kann man es auch ganz gut erkennen, dass sich die beiden Ports die Leiterbahnen des Chipsatzes teilen. Und jetzt kommt es noch ganz dicke, hatte ich vorhin bisher noch nicht mit erwähnt. Nutzt ihr den ersten NVMe-Steckplatz für eure NVMe-SSD, dann lässt sich leider der zweite Grafikkartenslot, der eigentlich für Crossfire vorgesehen ist, ebenfalls nicht mehr nutzen. Auch dann ist dieser Port leider deaktiviert. Hier sieht man ganz klar die starke Limitierung durch Lanes vom CPU und Chipsatz in den X370er Platinen. Hier ist ASRock nicht allein. Auch die anderen Hersteller auf dem Markt hatten damals diese Limitierungen. Man musste als Hersteller immer ein bisschen abwägen, welche Lanes für welche Anschlüsse zur Verfügung gestellt werden. Das war's dann aber mit den schlechten Nachrichten. Alle anderen Anschlüsse können wir so, wie sie auch aufgelötet sind, nutzen. Machen wir weiter mit den Anschlüssen für die Lüfter. Und hier bietet euch ASRock durchaus umfangreiche Anschlussmöglichkeiten. Ihr habt insgesamt 4 Ports
um Lüfter an der Platine per PWM-Signal anzuschließen. Drei sind für die Gehäuselüfter und der eine links von den RAM-Bänken ist für euren CPU-Lüfter vorgesehen. Mit diesem CPU-Fan-Anschluss könnt ihr natürlich auch zwei Lüfter zum Beispiel in Reihe anschließen. Große ausladende Luftkühler bieten euch zwei Lüfterräder und die werden meistens in Reihe an einen Port angeschlossen. Dieses Board bietet euch natürlich auch diese Möglichkeit. Die ersten beiden Anschlüsse für Gehäuselüfter, Channel Fan 1 und Channel Fan 2, findet ihr rechts unten in der Ecke der Platine. Hier könntet ihr dann zum Beispiel frontseitig montierte Gehäuselüfter an die Ports anschließen. Und der dritte im Bunde, Channel Fan 3, befindet sich direkt neben den IO Shield Audio Anschlüssen bzw. oberhalb der ersten PCI Express X1 Schnittstelle. Interessant an dieser Stelle ist vielleicht noch zu erwähnen, dass der Channel Fan 2 und Channel Fan 3 zusätzlich noch eine Erkennung zwischen 4-Pin PWM und 3-Pin DC gesteuerten Steckern hat. Würdet ihr hier zum Beispiel einen 3-Pin Lüfter anschließen, dann würde das Mainboard auch direkt erkennen, um diesen dann auch per DC zu steuern. Über die obligatorischen Frontpanel-Anschlüsse müssen wir natürlich auch noch sprechen. Auch hier bietet euch ASRock die gewohnten standardisierten Anschlüsse. Wir haben einmal links oben die ersten beiden Pins für die Power-LED, links unten die beiden Pins für die HD-LEDs, für euer Gehäuse wohlgemerkt, rechts oben zwei Pins für den Power-Button und rechts unten zwei Pins für den Reset-Button. Oben drüber findet ihr nochmal einen Port mit vier Pins, die ihr für den Speaker verwenden könnt. Mit diesem Anschluss werden kleine Mini-Lautsprecher verbunden. Dieser ist dafür da, damit euer Mainboard, falls es mal Probleme geben sollte, Töne ausgeben kann. Diese wiederum signalisieren euch, je nachdem wie die Tonreihenfolge ist, welche Probleme am Mainboard vorliegen. Und für die Frontpanel Klinkestecker, Headset und Mikrofon gibt es natürlich auch den internen Port. Der HD Audio 1 befindet sich links unten in der Ecke der Platine. Auch das ist mittlerweile eine standardisierte Position und auch diese gibt es bei aktuellen Mainboards an genau derselben Stelle. Direkt oben drüber gibt es einen Realtek ALC892 Audio Soundchip. Nicht gerade das größte und dickste, was ihr auf Mainboards finden könnt. Er gibt einen Sound aus, hier würde ich euch aber auf jeden Fall empfehlen, nochmal über eine extra dedizierte Soundkarte, wie zum Beispiel eine Creative Sound Blaster Z, nachzudenken. Dazu werde ich dann aber nochmal ein paar Worte verlieren, wenn wir uns dann die Anschlüsse am IO Shield anschauen. Fast sind wir durch mit allen relevanten Anschlüssen. Es gibt zwar noch ein, zwei Ports mehr, die wir uns jetzt aber mal für das Video aussparen. Die sind dann schon eher für den fortgeschrittenen oder Profi-Anwender vorgesehen. Was wir jetzt aber noch dringend besprechen müssen, wir haben rechts oben in der Ecke 2x4-Pin 12V RGB-Anschlüsse. Es ist auf jeden Fall positiv hervorzuheben, dass diese Dinger überhaupt auf der Platine aufgelötet sind. Damals hat der RGB-Wahnsinn erst so richtig Fahrt aufgenommen. Was man aber unbedingt beachten sollte, zu dieser Zeit gab es noch keine ARGB 5V 3-Pin Anschlüsse, sondern noch die etwas älteren 4-Pin 12V RGB Anschlüsse. AMD unterscheidet bei beiden Anschlüssen zwischen einem RGB-LED-Header und einem AMD-Fan-LED-Header. Wo der Unterschied ist, kann ich nicht sagen, denn in der Beschreibung sind beide mit 12 Volt 3 Ampere angebunden. Somit könntet ihr also auch alle RGB-Stripes oder auch RGB-Geräte, andere Lüfter mit 4-Pin 12 Volt Anschlüssen an beide Ports jeweils anschließen. ASRock hat es allerdings vorgesehen, dass ihr an den AMD Fan LED Header zum Beispiel euren Boxed Rave Prism Kühler direkt hier anschließen könnt. Ob das jetzt notwendig ist und auch der andere Port nicht genau derselbe ist, das ist ehrlich gesagt in der Beschreibung nicht ganz ersichtlich. Meiner Meinung nach würde ich sagen, sind beide Ports identisch. Mit den relevanten internen Ports sind wir jetzt durch. Jetzt geht's noch an die externen am IO Shield. Und hier gibt es durchaus die ein oder andere überraschende Neuigkeit. Ihr könnt es vielleicht auch schon sehen, wir kommen aber auch gleich noch dazu. Wir ziehen auch nochmal den Vergleich zu aktuellen Platinen im positiven wie auch im negativen Sinne. Starten wir von links nach rechts und das finde ich eben auch immer wieder sehr interessant und auch spannend, dass nach wie vor auch bei aktuellen Platinen ein PS2 Anschluss zur Verfügung steht. Hier habt ihr für eine Maus oder eine Tastatur, je nachdem, einen Port. Ich zum Beispiel nutze das nach wie vor für meine Testsysteme. Da habe ich noch eine PS2 Tastatur, schließe ich hier immer an. Für die meisten von euch wird das wahrscheinlich eher irrelevant sein.
Oben drüber mit den schwarzen Anschlüssen findet ihr die obligatorischen USB 2.0 Ports. Hier würdet ihr dann eure USB-Tastatur oder Maus anschließen oder vielleicht auch einen Drucker. Alles, was keine Geschwindigkeit über die USB-Ports benötigt, solltet ihr hier idealerweise anschließen. Dann gibt es löblicherweise drei Monitorausgänge, obwohl man ganz klar sagen muss, ein VGA-Anschluss ist vielleicht nicht mehr ganz up-to-date. Die Platine ist aber auch schon ein bisschen älter, beziehungsweise der Chipsatz X370. Hier habt ihr eben links unten einen VGA-Anschluss. Oben darüber gibt es den DVI-Anschluss und darunter vermutlich für die meisten wichtige HDMI-Port. Hier könnt ihr alle aktuellen Monitore also anschließen. Alle, die ein Mainboard ohne dedizierte Soundkarte nutzen wollen, also einen Prozessor mit integrierter Grafikeinheit, müssen dann mit ihrem Mainboard-Stecker an einen dieser drei Ports gehen. Und jetzt wird's spannend, wir haben tatsächlich auf dieser X370 Platine einen USB Typ C Header. Dieser ist leider nur mit USB 3.1 Gen 1 Geschwindigkeit angeschlossen, also 5 GB pro Sekunde Datendurchsatz. Der Typ C Anschluss suggeriert natürlich eine richtig tolle Datengeschwindigkeit von 20 GB pro Sekunde. Leider bietet das euch S-Rock mit der Platine nicht. Trotzdem ist aber die Möglichkeit gegeben, hier Typ C Geräte anzuschließen. Und auch die anderen 5 blauen Ports sind mit einer USB Geschwindigkeit 3.1 Gen 1 angebunden und auch die laufen mit 5 GB pro Sekunde. Jetzt kommt noch der übliche Standardkram. Es gibt einen Gigabit LAN-Anschluss oberhalb der beiden USB-Ports. Und was leider nicht ganz so toll ist, es gibt nur Klinkestecker für ein Mikrofon, ein Line-In und ein Line-Out. Mehr gibt's nicht. Der OLC 892 bietet euch leider nicht sehr viel mehr Soundqualität als ein Mainboard-Piepser. Ein bisschen Sound kommt natürlich raus, aber was könnt ihr erwarten, wenn ihr nur drei Klinkestecker am Mainboard habt? Ich hatte es euch vorhin schon erwähnt, eine extra dedizierte Soundkarte wie eine Soundblaster Z, die ist eher im Einsteigerbereich angesiedelt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Die passt auf jeden eurer PC Express Schnittstellen und kostet dabei so ungefähr 60 bis 80 Euro, je nachdem wie die Marktlage ist. Deutlich besser als dieser OLC ist die Soundblaster Z auf jeden Fall. Wir sind durch mit allen relevanten Anschlüssen. Wenn ihr noch Fragen zu irgendeinem Thema zum Guide habt, dann scheut euch nicht, mir das in den Kommentaren mitzuteilen. Ich werde euch natürlich nach bestem Wissen und Gewissen versuchen zu helfen. Und dann kommen wir doch einfach nochmal zum Fazit und beantworten uns die Frage, ob diese Platine im Jahr 2024 immer noch eine Überlegung wert ist. Na und, ist das jetzt eine gute Wahl, dieses Mainboard? Kommt immer auf den Preis an. Das ist eigentlich so ein bisschen meine Meinung. Wenn ihr das Board so um die 70 bis 80 Euro auf dem Markt neu zu kaufen bekommt, dann kann man schon sagen, ja, das ist ein guter Preis. Geht so an die 90 Euro ran, wird es schon wieder etwas schwieriger, denn für 90 Euro bekommt ihr auch schon immer noch aktuelle B550 Platinen von Gigabyte Aorus, das Elite AX V2 zum Beispiel. Welch Zufall, dass ich dieses auch schon mal auf meinem Kanal behandelt habe. Das kommt jetzt nochmal oben in der Infobox, könnt ihr gerne mal reinschauen und dann könnt ihr auch sehr gerne mal die Anschlüsse zwischen den beiden Platinen vergleichen. Ist auch sehr interessant, die ähneln sich schon relativ, obwohl man sagen muss, es gibt leichte Vorteile bei B550, was die Unterstützung der aktuellen Standards betrifft, aber wieder Nachteile an anderen Ecken. Dazu guckt einfach nochmal ganz gerne das Video zum Gigabyte Board an. Unterm Strich muss man ganz klar sagen, ihr habt hier natürlich ältere Standards. PC Express 3.0 steht hier ganz vorn mit dabei. Wenn ihr euch nicht unbedingt für so eine Krüppelkarte wie so eine 4060 oder 4060 Ti oder auch von AMD eine 7600 oder eine 6500 XT entscheidet, dann habt ihr auch mit PC Express 3.0 X16 keinerlei Probleme, was aktuelle Grafikkarten anbelangt. Ja, der PC Express 4.0 Standard ist etwas schneller, wenn ihr auch eine Grafikkarte mit vollen 16 Lanes Anbindung auf dieses Mainboard steckt. Aber das ist so minimal, das merkt ihr im realen Spielen nicht. Habt ihr aber eine Grafikkarte, wie eben gerade schon erwähnt, so eine Krüppelkarte, eine 4060 zum Beispiel, die ist nur mit 8 Lanes PC Express 4.0 angeboten. Und wenn ihr die auf dieses Board drauf spannt, dann habt ihr wirklich deutliche Einbußen. Da wird es dann demnächst nochmal ein Video von mir auf dem Kanal geben mit einer RX 6500 XT. Die setzt nochmal einen oben drauf und die ist nur mit 4 Lanes PC Express 4.0 angebunden. Und das merkt ihr dann schon deutlich, wenn ihr die hier drauf steckt. Das wird wirklich sehr spannend. Dann müsst ihr unbedingt mal hier drüben in der Ecke den Abo-Button drücken und die Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr das Video auch nicht.
Um die ganze Sache abschließend noch zu bewerten, ich finde für meinen Teil, wer nicht viel Geld zur Verfügung hat oder auch zum Beispiel nicht so viel ausgeben möchte, der kann durchaus mit dieser Platine eigentlich seinen Spaß haben, vor allem, weil es hier doch schon recht viele Anschlüsse gibt, zum Beispiel SATA-Anschlüsse, wer noch mehr Laufwerke hat, Blu-ray-Laufwerk, die ein oder andere HDD, 2-3 SATA-SSDs und dann sind die Steckplätze auch schon wieder voll. Sowas zum Beispiel. Bei aktuellen Platinen, die um die 90 Euro kosten, habt ihr meistens nur noch 4 SATA-Steckplätze. Da gibt es eben dann zum Beispiel die bessere PC Express 4.0 oder sogar 5.0 Unterstützung bei Sockelarm 5 Platinen, aber ihr habt eben auch deutlich weniger Anschlussmöglichkeiten, was Peripherie anbelangt, Soundkarten, USB-Erweiterungskarten, solche Sachen eben. Einfach weil die Platinen dann eben auch kein ATX-Format haben, sondern eben das etwas kostengünstigere Micro-ATX. Am Ende bleibt es natürlich jedem selbst überlassen, welche Platine es letztlich sein soll. Ich wollte euch heute mit diesem Video mit dem SROG X370 Pro 4 eine echt gute, meiner Meinung nach zumindest, Alternative anbieten und alles andere liegt dann einfach an jedem Einzelnen selbst. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Wenn ihr mir ein Abo da lasst, habe ich vorhin schon gesagt, hier drüben in der Ecke und die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr keine weiteren Hardware-Themen. Das gerade eben schon angesprochene 6500 XT-Video wird es demnächst auf jeden Fall noch mitgeben. Wird wirklich sehr interessant. Ich habe auch schon zur 6500 XT ein Benchmark-Video mit einer PC Express 4.0 Platine gemacht. Auch das Video kommt jetzt nochmal oben in der Infobox, klickt unbedingt mal rein, ist auch sehr spannend. So eine kleine Grafikkarte, lohnt die sich theoretisch? Möchte man 150 Euro circa neu für diese Grafikkarte ausgeben? In dem Video werden wir der Frage nachgehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächsten Samstag schon wieder, wenn ihr die Glocke gedrückt habt. Ich würde mich freuen, bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und bis dann.